Eins, zwei, 17. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rosamund vs. Herr Blaze mit den Herrn Blaze. Hallo Rosamund. Hallo Herr Blaze. Jetzt habe ich schon wieder dreimal Herr Blaze innerhalb von 30 Sekunden gesagt. Ach, ist das schön. Das ist geil, ne? So, wir spielen Verschieberix, so habe ich das genannt. Meine ganz eigene Kreation. Ich habe diesmal nirgendwo abgeguckt. Geil. So. Wir platzieren hier gleich abwechselnd Sand, roten oder weißen Sand. Ich nehme den roten Sand. Ich nehme den schon mal raus. So. Den platzieren wir hier in diesen Reihen. 5x5 ist das Spielfeld groß. Direkt nach dem Platzieren drücken wir den darüber liegenden Schalter. Dadurch wird das reingeschoben. So. Sollte am Ende Sand rausfallen, dann fällt er da unten in die Trichter rein. Und gibt am Ende an der Schlusswertung Minuspunkte. Jeder Sand oder gibt einen Minuspunkt für in der jeweiligen Farbe. Also wenn von mir ein Sand runterfällt, ein Minuspunkt für mich. So. Alle fünf Sandblöcke, die irgendwo hier in den Trichter reinfallen, ertönt ein Signal und wir machen eine Zwischenwertung. Die besagt, dass in dem Moment, wie das Spielfeld dann aussieht, drei zusammenhängende Blöcke. Soll ich jetzt mal kurz nochmal aufbauen? Muss ich das gleich alles wieder abbauen, ne? Weiß ich nicht, vielleicht erklärst du es einfach während dem Spiel dann die Punkteverteilung. Nach der ersten Runde. Ja, okay, machen wir das einfach so. So, willst du anfangen oder ich? Wir losen wieder aus, pass auf. Ich schreibe eine Zahl in den Chat und du sagst, ob sie gerade oder ungerade ist und dann. Da, Zahl steht im Chat. Gerade. Ja, dann darfst du entscheiden, ob du anfangen willst oder ich. So. Ich fange mal an. Okay. Keine Ahnung, ob das bei dem Spiel gut oder schlecht ist. Das weiß ich auch nicht. So, ich muss einmal drücken, oder? Ja, genau. Ich habe mir das einfach nur so ausgedacht und habe mir gedacht, das könnte so funktionieren, weißt du? Ja, am Anfang dauert es natürlich, bis die erste Wertung kommt, weil es fallen ja doch keine Blöcke sofort runter. Dann muss das Spielfeld ja erstmal quasi gefüllt werden. Ich weiß gar nicht, wie viel passen hier drauf? 25, ne? Ja. Zwischendurch kann man natürlich mal hochspringen, um das hier anzugucken. Dreimal hinter dasselbe Loch. Was mache ich denn da? Und so viel Technik hier hinten runter, ne? Und das alles nur für so ein kleines, was wird denn da hinten gebaut? Das ist neu. Egal. Das ist neu. Ja, das hab ich noch nicht gesehen. Hier ist eine Nachbarschaft hier, kenne ich noch nicht. Hat das Loch nicht gerade schon mal? Ja. Man muss halt immer mitziehen, wie viele Blöcke da runtergefallen sind, damit man irgendwann auch weiß, wann die Wertung zwischendurch ist, ne? Ja. Achso, die fallen da auch runter. Ja, genau, die fallen an beiden Seiten. Ich dachte nur in die. Ja, okay. Nee, macht ja keinen Sinn. Wo willst du dann irgendwann hinschieben? Ja, du hörst das Klacken, das ist die Schaltung dahinter. Wie soll das denn sonst Sinn machen? Die fallen natürlich in beide Richtungen runter. Du willst nur Steine von mir runterschmeißen. Das ist gar nicht wahr. Nicht? Nö. Dachte. Warte mal. Hier. Du sollst nur nicht da runterfahren, dann kommst du so schlecht wieder raus. Man muss ja auch zusehen, dass wenn eine Wertung kommt, dass man ungefähr ein paar Steine zusammenhängend hat, ne? Ja. Du Dreckspatz. Hörst du das Klacken? Das ist toll, ne? Ja. Okay. Ich schreibe mir mal eben die Punkte auf, ne? Weil ich habe 5 in einer Reihe. Wieso ist das nicht erst nach dem Signal? Nee, die 5er habe ich doch immer gesagt. Weil ach so, das wusste ich nicht. Du hörst mir nicht zu gut, dann schreibe ich mir da die Punkte jetzt nicht mehr auf, aber beim nächsten Mal. Dann machst du jetzt kaputt. Du hast gesagt, gezählt wird, nachdem der Signalton kommt. Ja, aber 5 in einer Reihe eigentlich immer, aber ist egal. Mach einfach weiter. Machen wir beim nächsten Mal, jetzt weiß es ja. Oh. Bing, bing. Signalton. Genau. Aber jetzt bin ich gleich als nächstes dran und krieg trotzdem wieder 5 in einer Reihe. Aber es ist schlecht auseinandergebaut. So. Jetzt gucken wir uns das mal ganz an, genau. Du hast hier einmal, du hast 2x4 quasi.
5 gibt es ja da nicht, es gibt ja nur 5 in einer Reihe. Also 4 zusammenhängen, dann macht zweimal die Punkte dafür. Das heißt, du hast da schon mal 4 Punkte, die kannst du dir dann an deine Wand schreiben. Und ich habe 4 zusammenhängende und nur mehr nicht. Also einmal 2 Punkte für mich. Unser Schild da. Okay. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil jetzt bin ich ja wieder dran. Und ich schmeiße jetzt. Den muss ich hier reinschmeißen, genau. Ich kann es von hier oben. Will ich nicht. So. Da rein. Weil jetzt habe ich ja wirklich 5 anzusammenhängen, ne? Jo. Du musst sie jetzt anders kaputt machen, weil ich schreibe mir die 5 Punkte gerade auf, sonst vergessen wir das nämlich. Dann bin ich bei 7. Jetzt habe ich ja nicht gesehen, was du gemacht hast, ist egal. 7. Zack. Hier. Was hast du gemacht? Hier, einen rein. Wo ich hingucke. Also genau in die Mitte. Und habe quasi hier rüber geschoben. Dann hast du auch einen runtergeschoben? Ja. Ja, hast du. Ich habe das Klacken ja gehört. Okay. Ja, das ist wichtig, weil ich muss ja wissen, wann 5 ist, ne? Okay. So, dann machen wir. Das war schon wieder falsch, Blaze, weil könnte ich wieder 5 in einer Reihe machen. Ich sag's dir nur, ne? Du hast meine 5 jetzt kaputt gemacht, ich könnte wieder 5 direkt nachschieben. Ich mach's jetzt mal wieder nicht, einfach nur damit, ne? Du hättest mal hier, du musst hier irgendwo in der Mitte einmal herschieben, damit diese Reihe quasi kaputt geht. Das hier jetzt einmal diese Gelegenheit. und ich mach's mir selber kaputt, komm hier so. Sehe schon, das ist kein Spiel, was man sofort an die taktischen Vielfalt alle versteht. Nö, nicht um die Uhrzeit. ja. Das ist ja immer ein bisschen unfair, weil ich habe mir das Spiel überlegt, deswegen weiß ich ja, wann was ist und aber gut, deswegen habe ich jetzt schon auf quasi 10 Punkte verzichtet. Alles muss mir runtergefallen. Das ist schlecht. Ja, ich habe hier extra leichter Treppen hingebaut, damit wir da raufkommen. Das ist kein Problem. Alles easy. Jetzt fängt er an zu überlegen. Guckt euch an. Naja, weil ich wollte gerade was machen, aber da hättest du wahrscheinlich wieder 5 machen können. Also jetzt ist gerade 5. Geht gerade nicht. Aber wenn ich ja, jetzt das gemacht hätte. Was hättest du denn machen wollen? Hier einen reinschmeiße. Dass ich 4 habe, aber dann hast du da einen Orangen. Ja, aber dann müsste ich schon 2 reinschmeißen. Um 5 ja, zu ne, ich kenne mich doch. Ja, das vergisst du dann wieder irgendwann. Ja, mach ruhig mal, wie du meinst. Ja, hier im Verschieberix, da muss man überlegen, da denkt man nach. Nur so ein bisschen, ne? Also das Spiel ist natürlich sehr simpel, wenn er nicht diese 5er-Schaltung noch hinter wäre, die dann immer zählt und ja. Die verbraucht eigentlich den ganzen Platz. Ja. Das war gut. Hat Sinn gemacht, ne? Oh. Dann packe ich aber da noch einen rein. Ja, du musst immer ganz kurz warten zwischendurch, weil ich weiß nicht, wann das Signal jetzt kommt. Müsste genau jetzt kommen, genau. Zählen die 5 jetzt vorher noch? Ich überlege, ob du schon einen für den nächsten reingeschmissen hattest, aber ist egal. Weil das Klacken danach noch kam. Aber das kann man ja nachprobieren. Warte. Ah ne, wenn ich jetzt reingucke, dann weiß ich den Punktestand. Weil hier drin landet der Sand wieder hier in der Kiste. Wenn man da jetzt reinguckt, weiß man aber, wie viele Minuspunkte wir da quasi haben. Und da will ich ja den Überraschungseffekt noch ein bisschen. Ja, aber es ist ja egal, ob wir das die oder nächste Runde zählen, ne? Ja, wir. Ist ja wurscht. So, du hast. Einmal 5. Ja, die 5, die sehen auf jeden Fall. Die kannst du dir aufschreiben. Und einmal. Das sind ja quasi auch noch 4 zusammenhängen, ne? Kann man so werten. Ja. Also kriegst du da 7 Punkte für. 5 und links, genau. Und ich habe hier 4 Zusammenhänge, das sind natürlich mehr als 4 Zusammenhänge, aber das habe ich ja so gesagt. 4 Zusammenhänge und 3 Zusammenhänge, der macht für mich 2 und 3 Punkte für mich in dem Fall. Das sieht knapp aus hier, was wir hier machen. Aber das ist ja gut, knapp ist immer gut. Ja. So, dann steht es 10, 11. Moment, und ich bin dran, ne? Bei dir hat es Bonbon. Richtig. Also ich bin dran. Du hast jetzt da 5 Zusammenhänge, ne? Da muss ich ja jetzt einen hier reinschmeißen, weil wenn ich das nicht mache, kannst du gleich wieder 5 Zusammenhänge machen. Ich kann nochmal 5 Zusammenhängende machen. Stimmt, das kann ich jetzt da an der Stelle gar nicht mehr verhindern, wenn du da hinten die Reihe machst, ne? Fällt mir gerade mal so ein, ja. Kann ich das überhaupt jemals wieder verhindern, wenn das die Reihe ist?
Das Spiel hat bestimmt einen Haken jetzt. Ich hab das Spiel gecrashed. Du kannst jetzt 5 Zusammenhängende, genau. Wenn ich den wegschiebe, kannst du wieder einen reinschieben und hast wieder 5 Zusammenhängende, so oder so. Ja, das kommt, wenn man sich selber Spiel überlegt, dann kann man das wieder verhindern? Ist eine gute Frage. Nee, ich kann ja immer nur auf dieser Stelle die Position wegschieben. Ich kann natürlich überall wegschieben, aber da kannst du ja überall nachlegen. Wenn ich es hier hinlege, kannst du es auch wegschieben wieder. Ups. Ah, dieser Laufpack. Ja, ist es halt so. Was soll man machen? Dann kriegst du jetzt 5 Punkte. Schreibst du dir auf. 3 Punkte. Wieso 3? 5 in einer Reihe sind 3 Punkte. 3 Punkte, genau. Habe ich dir vorhin zu viele Punkte gesagt? Nee. Ja, ich weiß es nicht mehr. Wie viel hast du denn gerade aufgeschrieben, die Punkte insgesamt? Wie viel hattest du vorher? Ich hatte vorher 4. Nach der ersten 4. Runde. Und du hast einmal eine 4er-Wertung gekriegt und einmal eine 5er-Wertung. Das heißt, du hast einmal 3 und einmal 2 Punkte gekriegt. Du hättest 5 Punkte. Sind 9. 5. 9. Und jetzt kriegst du quasi nochmal 3 dazu. Bist du bei 12. Okay. Das Problem ist allerdings, ich könnte das jetzt natürlich genau auf der anderen Seite genauso bauen. Auf dieser Reihe. Wollen wir vielleicht die Zusatzregel hinzufügen, dass wenn man eine 5er-Reihe hatte, die nicht danach in der nächsten Runde gleich nochmal machen darf? Ja gut, du kannst aber immer wieder wegschieben. Du kannst es ja, wenn ich jetzt einreise, kannst du immer wieder nachschieben. Nein, dass ich die nicht wieder zur 5er machen darf, sondern dass ich woanders quasi was Neues beginnen muss. Wir machen das so. Wenn eine 5er-Reihe einmal quasi war, ja, dann muss die nächste 5er-Reihe nicht dieselbe Reihe sein. Darf die nicht dieselbe sein, die nächste, die man baut. Jo. Das ist gut. Machen wir das so. Gut, ich bin wieder dran. Ich mach mal hier. Es steht ja eine 5er-Reihe zwar noch, aber es macht ja nichts. Die zählt ja quasi nicht. Haben wir ja gerade beschlossen. Interesting. Mach ich mal so hier. Du musst halt jetzt immer ein bisschen warten, dass es klacken ein bisschen. Ja, genau, ich darfst du. Damit wir wissen, wann die 5 Steine rum sind, ne? Also das zweite Klacken brauchst du nicht, das ist, wenn der Stein hochtransportiert wird. Kein Signal, okay. Klack, klack. ja. Ich glaube, ich habe da deinen Plan schon durchschaut. Wäre gemein. Noch kein Signal, okay. So. Jetzt würde ich ja gerne meine große Fläche trennen, damit ich wenigstens Doppelpunkte bekomme, aber ich kann sie nicht trennen. Das ist ja wirklich schade. Doch, ich kann den hier trennen. Ich kann den zumindest darüber schieben. Ich hätte mir gerade 5 Punkte holen können. Egal. Gibt's eine Wertung? Ich guck mir deine Steine an. Also das ich hab alles hier einen, hier einen, hier einen, hier war leer und hier, ne? Also du hast hier eine große zusammenhängende Fläche, das ist dann also die 4 zusammenhängenden, sprich 2 Punkte. Und eine 3er. Wo hast du noch eine 3er? Ich habe hier quasi eine 4er und hier eine 3er, oder muss die getrennt sein? Ich habe es bei mir jetzt auch gerade immer getrennt gewertet, das ist bei mir genauso. Ich habe bei mir ja auch 4er und 3er und werte jetzt auch nur eine 4er. Siehst du, bei mir ist ja genau das gleiche. Jojo, alles in Ordnung. Ja gut. Das heißt, so, bei mir? 2 Punkte und bei mir auch 2 Punkte. Fühlst du mit 2 Punkten. Das Spiel dauert eh noch ewig, weil wir haben noch genug Sandsteine. Wir haben das 2, ist klar. Kannst du ganz stehen lassen. Ich habe einen weniger gehabt wie du, oder? Nee, 2 weniger, ne? 12 müsste ich haben. Genau. Wir haben das gesagt, wir machen das, bis die Sandblöcke weg sind. Das dauert ganz schön lange, glaube ich. Fällt mir gerade so auf. Aber egal. Wird ein langes Game. Das stimmt allerdings, ja. Du bist dran. Du bist dran. Ja. Concentration. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Blaze guckt.
das Spielfeld. Ja. Was wird er tun als nächstes? Hier ich, bei ich muss mal gucken, dass du nicht gleich eine 5er zusammenkriegst, ne? Kannst ja gucken. Und das wäre hier gewesen. Ja, da könntest du recht gehabt haben. Keine Ahnung. Ich mach mal hier hin. Und mich ärgert es immer noch mit meiner 5er, ne? Ja. Guck mal, ich hab 5 diagonal. Auch interessant, oder? Mal abwarten, was runterfällt. Okay. Da sind nur 2 von dir, da sind nur 2 von dir. Dann mache ich nichts kaputt, wenn ich hier einen reinschiebe. Ich will, dass du nur eine große Zusammenfassung, das ist für die anderen keine Wertung, kurz weiß. Ne, ich verstehe schon, was du meinst. Es könnte sein, dass jetzt schon wieder eine Wertung kommt. Sprich, wenn ich jetzt hier einen reinschmeiße. Ah, ne, habe ich ja eine. Ich hätte den daneben reinschmeißen müssen. Jetzt habe ich wieder nur eine große Fläche. Ich depp. Ja. Ping, ping. Ich depp. Du kriegst mehr Punkte als ich für diese Runde. Weil bei mir hängt alles zusammen. Das heißt, ich krieg 2 Punkte und du kriegst 3 Punkte. Genau. Ja. Ah. Mir bringt das Genick, dass du da noch einmal diese Doppeldreihe. Die hat ja doppelt gezählt für dich. Und ich habe vorher Punkte verzichtet. Ich depp. Ist egal. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ich glaube, mein Turn, oder? Ja, du bist dran. Zack, so sieht es aus. Ich denke, das Spiel kann man öfter spielen, da kann man sich richtige Taktiken noch überlegen. Das ist wie bei 4 gewinnt ungefähr. Wir haben gerade mal 20 Blöcke weg, wir müssen noch 20, noch 40. Ja, wird halt mal wieder ein bisschen länger, das Game. Ja, oh, jetzt wenn ich jetzt hier nicht aufpasse, dann hast du hier hinter 5. Psst. Das habe ich schon gesehen, das heißt, ich schiebe jetzt mal am besten den hier weg. So. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen hier mit dem Blazy. Oh, nur ein ganz klein wenig. Aber ich übersehe jetzt dann sowieso gleich was. Ja. Was? Ja? Ne, passt schon. Du kannst da jetzt 5 machen, du hast da auch fast 5. Das ist ein bisschen übel gerade. Ich muss quasi dahin machen, um das alles zu verhindern. Du hättest aber auch gerade eine 5er-Reihe sichern können. Ja, aber dann hättest du auch danach 5 machen können. Hätte mir also von den Punkten her nichts gebracht. So, was haben wir jetzt hier für einen Kuddelmuddel? Kannst du ihn ja gleich schon wieder darüber schieben, hast ja schon fast wieder 5. Ah, jo, bringst mich jetzt in Verzweiflung. Ich muss da nochmal einen reinschmeißen. So. Aha. Wieder Wertung. Du hast nur die da oben zusammenhängenden sind. Das heißt 2 Punkte. Ja. Richtig? Und bei mir habe ich 3 Flächen. Und zwar 2, 4, 5 Punkte dann. Das war sehr gut für mich. 5 plus 14 macht 19. Jo. Du hast auch 19, ne? Jupp. Ah, habe ich jetzt in dieser Wertung gut aufgeholt. Du bist dran, glaube ich. Ja, ich überlege gerade. Ich muss... Ich muss. Was ein Überlegspiel hier, mein Gott. Das um die Uhrzeit hier, um 1 Uhr irgendwas nachts. Okay, was wird das? Nix, ich habe nur deine 5 verhindert, die der machen hättest können. Ich sehe ja, bei dir mehr 5er rein als bei mir, ne? Das ist doch gut, da verhinderst du das wenigstens mal schön. Ja, ich bräuchte aber selbst auch welche. So. Am Ende sind wir Punkte Gleichstand, von daher ist auch alles gut. Ah, was machst du jetzt? Gut, welche 5er-Reihe mache ich jetzt? Die oder die? Na, ja, das war mir fast klar gerade. Nimm mal die hier. Warte mal ab, wenn es runterfällt. Vielleicht sind schon wieder 5 rum, ich habe keine Ahnung. So, einmal die 5er-Reihe, die gibt auf jeden Fall 3 Punkte. Dann habe ich 22. Ja, ich kann es machen, hat noch nicht Ding-Dong gemacht. Upp. Der Absicht. Wollte ich verwirren. Ne, ich merke schon.
Aber du darfst ja die jetzt nicht wieder nutzen. Ne, ich muss erst eine andere machen, richtig. Deine letzte 5 war immer auch die hier vorne, ne? Die hier, ja. Ja, die darfst du also nicht. Okay, verstehe. So, also wir haben jetzt gehört, es gibt ja eine Wertung. Du hast 2x2 Punkte, macht 4 Punkte und ich auch. So. Komme ich auf 26. 23. So, und ich bin dran, ne? Ja. Yep. Lass mal essen hier zwischendurch. Okay. Ich darf also nicht diese Reihe nochmal machen. Okay, verstehe. Verstehe. Das wird echt ein langes Game. Endlich mal wieder eine lange Runde. Wollen die Leute ja auch mal sehen zwischendurch. Wir haben ja in letzter Zeit so viel kurze gemacht. Mhm. Wir sind gleich bei der Hälfte. Ich glaube, wir haben schon bestimmt 15 Minuten rum oder sowas, ne? Ja, fast 20 Minuten, sage ich mal. Oder sind schon 20. Wir brauchen bestimmt noch 20. Oh je, je, das wird die längste Rosamund vs. Blaze-Folge ever. Klack, klack, hört man immer nur. Klack, klack. Aber das heißt ja noch nichts. Am Ende gibt es ja noch Minuspunkte. Die können auch ein bisschen unterschiedlich ausfallen. Da kann man noch ein paar Punkte wieder gut oder schlecht machen. Das war jetzt gemein von dir irgendwo, ne? Warum? Weißt du, ne, dass das gemein war? Na, irgendwo muss ich auch ab und zu mal ein bisschen gemein sein. Naja. Der hat da schon wieder... Schon wieder vorbei. So, du kriegst 3 Wertungen und zwar 4 Punkte insgesamt. Und ja. Ich kriege auch 4 Punkte, okay. Mit 2 Wertungen. Du hast mein Schild. Ja, geil, ne? Hattest du das letztes gemacht oder ich? Ich, ne? Ne, du? Jetzt du hast als letztes gemacht, glaube ich, oder? Wie viele Blöcke hast du noch in dem... 34. Da? Ich auch. Du hattest angefangen. Ja, du bist dran. Ganz einfach festzustellen hier. Lustiges Game hier. Ich finde es ganz, ganz spaßig. Aha. 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 Du meinst, das ist das Klack, 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 Klack. Back. Pam, 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 pam. Komm, die Hälfte haben wir gleich. Aha. Ah, ich hab dir nicht mitgedacht. Was nur einen verhindert, nicht die zweite Reihe. 5er Wertung, 3 Punkte aufschreiben. Aber die einen hast du gut verhindert, hast du wenigstens gesehen, also. Naja, aber den jetzt nicht. Das ist das Problem. Ich kann im Moment nichts machen. Das ist mein Problem. Tja. Aber du darfst die jetzt nicht mehr benutzen. Das ist schon mal gut. Nö, die Reihe ist jetzt fertig bei mir. Oh, Wertung. Ich krieg nur eine, das heißt 2 Punkte für mich und du kriegst 2, 4, ne? Ja. Yep. So. Also du ziehst die Schilder magisch an, ne? Ja, ja, hier hast du meins. Du hast gemacht, ne? Ich bin dran. Ich hab 31, ich ja. Ich hab 32, okay, ja, passt. Ah! Der Laufbug. Der Laufbug des Todes. Ja, genau der. Habt ihr jetzt hingeschoben, damit ich dann gleich hier machen kann? Nö, ich kann die so gut wie nicht verhindern. Ich kann den nicht verhindern, ne. Ja, im Moment zu viel zusammenhängen, naja. Das ist im Prinzip egal, was ich da jetzt mache. Wenn alles nur noch roter Sand ist, dann gewinne ich. Ja, aber du musst versuchen, es irgendwie jetzt kaputt zu machen da. Ja, kann ich aber nicht. Weil egal wie ich es mache, kriegst du die 5er Wertung. Ja, ich habe jetzt immer noch 2 Möglichkeiten, die zu kriegen. Ich kann die hier machen. Oder halt hier. Kann ich mir aussuchen.
Und in beiden Fällen schiebe ich einen von deinen Sand runter, ist also gut. Guck mal, ich habe jetzt hier, das ist sogar ganz überraschend, ich habe jetzt 2 Fünfer rein. Zählen die dann beide? Nein, weil die eine immer noch vom letzten Male ist. Ja, aber du hättest sie schon von Anfang ein bisschen kaputt zu machen, weil jetzt gleich zählt sie wieder. Wieso? Oder? Nö. Wenn du gesagt, ja, wir müssen... 38, achso, muss... Was? Was wolltest du? Nö, passt schon. Ich kann da nichts mehr machen. Ich darf die letzte nicht kaputt machen. Ja, jetzt kannst du nichts mehr machen, weil ich 2 habe. Ja, ich benutze die beide nicht. Aber du musst trotzdem mal anfangen, jetzt kaputt zu machen, weil sonst irgendwann... Aber kann ich nichts mehr machen, weil ich nichts mehr Steine hinlegen kann. Stehst du? Ja, ich verstehe schon. Ich weiß schon, was du meinst. Du musst anfangen, mal von hier aus Steine reinzuschmeißen, sonst wird das nix. Und schmeiß ihn bitte... Ja, oder... Was will ich anderes machen? Es ist egal, wo ich sie reinschmeiße. Ich hätte ihn jetzt an der Stelle hier reingeschmissen, weil da mache ich mich die nächste 5er-Wertung. Über diese Reihe. Und es macht gerade Bing-Bong. Warte, ich schreibe mal eben meine... Ach, die kann ich mir so merken. Du hast 1 Sammlung, der macht 4 und ich habe auch 1 Sammlung, der macht auch... Ne, also 2 Punkte und ich mache auch 2 Punkte. 2 und 3, krieg ich 5 und du kriegst 2. Genau. Auf der anderen Seite wäre es ja so, du hättest meine ja auch irgendwann mal kaputt machen müssen. Das sind immer noch 4, ne? Die ganze Zeit schon. 43 wollte ich hinschreiben, oder? Was wollte ich jetzt? Jetzt weiß ich nicht, was ich hinschreiben wollte. Ich glaube 43, ja. Da sind immer noch 4. Ja. Gut, wir haben ja gesagt, dass man die letzte Reihe nicht nochmal benutzen darf. Ich habe ja jetzt schon 3 verschiedene gebaut. Und ich habe die nicht nochmal doppelt benutzt, die da noch sind. Ja, nee, ist schon in Ordnung. Das Problem ist halt, ich... Ne? Ja, ich mache jetzt... Ich nutze ja jetzt alle 3 Reihen nicht. Mache aber... Weiß ich nicht. Versuch halt irgendwie. Und wenn irgendwann nur noch roter Sand da ist, dann... Jo. Ich schieb jetzt einfach mal ganz woanders, einfach nur, damit ich hier deine auch mal ein bisschen kaputt mache. Damit es irgendwo mal ein bisschen wieder, anders wird. Wie viel hast du jetzt eigentlich? Wie viele Punkte? Nicht viel. Naja. Ich hoffe, ich habe gerade überhaupt die letzte Mal richtig gewertet mit den Punkten. Ich bin mit. Doch, ich müsste aber eigentlich. 38 hatte ich, 5 habe ich dazu, 43, ja. Schieb bitte noch einen von diesen Rand hier, damit die 5 Reihen hier mal kaputt gehen. Hey, genau. Ich schiebe jetzt nicht da rein, damit da nicht wieder 5 entstehen. Ich schieb jetzt nochmal eine hier rein einfach. Du hast eine 5er Reihe. Ja, die zähle ich nicht. Stimmt, aber das ist eigentlich eine ganz andere Reihe, ne? Richtig, ja, dann schreib dir die Punkte hin. Ich hab einfach zu viel Sand jetzt gerade umfällt. Du hast meinen nicht runtergeschmissen irgendwie. Doch, ich schieb jede Runde schiebe ich einen von dir runter. Das ist mein Problem, das ich habe. 46 müsste ich jetzt haben. Ja, aber es sind ja mehr Sandsteine jetzt da als ich. Hast du gerade Bing-Bong gemacht? Ja. Das sind ja mehr Sandsteine, habe ich ja da als du jetzt gerade im Moment. Irgendwie hast du mal eine Weile nicht meine Steine runtergeschoben, scheinbar. Ja? Sonst wäre ja die Wertung nicht so. So. Du kriegst da 3 zusammenhängen, dann macht 1 Punkt und da nochmal 2 Punkte, machst 3 Punkte für dich und ich kriege 4 Punkte. Richtig? Warte mal. Ja. Ich sehe schon, das ist kein Spiel für dich. Nee. Hast du schon wieder dein Schild aufgehoben? Das liegt daran, dass ich immer die Schilder aufhebe. So, wie viele Steine hast du? 27. Ich 26, also bist du dran. Ja. So. Ich schieb mal jetzt hier rein. Ich weiß auch nicht, warum das so spielen läuft. Eigentlich sind die Chancen gleich immer. So, auf jeden Fall sieht das jetzt schon mal ein bisschen gemischter aus. Welche Reihe habe ich letzte Punkte gemacht? Die 5 war hier, das war die hier, ne? Ja. Gut, dann darf ich da keine machen. Gut. Nur um sicher zu gehen. Kann ich jetzt ja wieder in Bedrängnis bringen? Ich kann ja schon wieder hier einen reinschmeißen. Dann musst du ja wieder verhindern. Du musst ja dann reagieren. Ja, genau, das geht zum Beispiel. So. Aber guck mal, ich hab dich jetzt zum Beispiel zum Reagieren gezwungen und du hast, glaube ich, einen von deinen Steinen runtergeschoben gerade, oder? Nö. Oder von meinen? Das war dann von deinem. Ja. Aber da gibt's mehrere taktische, du kannst gar nicht alles bedenken hier, glaube ich. Das sind so viele taktische Momente. Je nachdem, wo du was runterschiebst und sowas, das geht gar nicht alles.
So. Ich schmeiß einen hier rein. Aha, Wertung. Wertung, du hast da einen und da, das macht 4 Punkte und ich habe da 4 und hier auch mehr als genug, macht auch 4 Punkte. Dass ich jetzt das Schild abbauen gehe, jetzt dann hin. So. Dann 24? Jo. Du auch, also dann bist du dran. Die Frage ist, ob wir das vorzeitig abbrechen oder ob wir das bis zum Ende, bis zum bitteren Ende durchspielen. Kannst du es selber entscheiden. Wir müssen gar nicht mal so sagen, ich sehe keine Chance mehr. Das ist auch jetzt schon so, wenn ich mir den Punktestand angucke. Das sind 14 Punkte. Das ist schwierig, würde ich sagen, ja. Du bist nicht ganz so der Taktiker wie ich, glaube ich. Nee, nicht wirklich. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir das vorher nur überlegt, wie man Punkte kriegt, aber nicht... irgendwelche Taktiken mir schon ausgedacht, wie man die Steine schieben muss. Das ist jetzt einfach so gekommen. Denkt ihr, dass ich hinten schon fast wieder 5 machen kann? Du kannst 2x 5 machen, gnädiger Herr. Ja, aber du kannst beides verhindern. Ah ne, warte mal, da ist auch nee. Noch. Nee, kann ich nicht. Nee, kannst du nicht. es sind 3 Chancen, wo ich 5 machen kann, das ist ja. Das Problem. Upp, ich bin runtergefallen. Wo ist es denn jetzt verhindert? Okay. Dann nehme ich mal die 5 hier unten. Danke für meine 5. Ja, kriegen wir beide 5. Siehst du, ist doch praktisch. Kriegen wir beide 3 Punkte dazu. Müsst ihr die 3 Punkte eben aufschreiben erst? Naja, ich bin nur runtergefallen. Ja, gut. Ich will weit weggehen, damit du das Schild kriegst. So. Du bist dran, ne? 22, 22 hast du, ne? Steak? Steak? Ja, hätte ich jetzt gerne. Aber ein richtiges. Ping, ping. Oh, Wertung. Ich habe da 2 Punkte, da 2 Punkte. Du kriegst einmal 2 Punkte. Ja, so 4. Dann habe ich 61. Und wieder dein Schild aufgehoben hier. Wie immer. Und schon wieder. Ja. Weil es so schön war. Ich muss reinwerfen, ne? Ich habe 21. Ich habe 22. Gut, dann bin ich dran mit reinwerfen. Wurde ich das letzte Mal 5 hier hinten, ne? Die Reihe. Und tot ist die Reihe, genau. Die beiden langen Reihen hier. Okay. Nur um sicher zu gehen. Ich weiß, warum du verlierst. Warum? Der Sand ist nicht blau. Wir hätten blauen Sand gebraucht für dich. Das könnte natürlich durchaus der Grund dafür sein, ja. Wenn Kies für dich nehmen sollen, der ist ja fast blau. Naja. Aha, 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 aha. Was hast du denn jetzt damit vor? Ich nix. Ich versuche nur deine 5 immer zu verhindern. Das ist schon mal eine gute Idee. Aber die nächste kann ich schon wieder nicht verhindern. Wieso? Ist doch nur eine Chance. Ja, genau. Das sind 2. Ach, da hinten auch schon wieder. Ich habe aber auch ein Glück, wenn ich die Steine so liegen habe, oder? Ja, Moment, die darfst du eigentlich. War das nicht die von gerade? Jetzt muss ich überlegen. Stimmt, nee. Das war die von gerade. Doch, das war die von gerade, oder? Da haben wir doch beide gleichzeitig Punkte gekriegt, oder? Ja, aber meine war hier. Ja, und meine war daneben. Oder habe ich dazwischen schon nochmal wieder Punkte gekriegt? Nee, ne? Nö. Nee. Nee, dann darf ich die nicht, dann ist okay. Zählt die nicht. Wir hatten übrigens gerade einen Ping-Ping. Ja, okay, dann müssen wir werten. Ich habe 3 Viererwertungen, also 6 Punkte. Und ich habe 2. Und du hast 2 Punkte, genau. Hatte ich gerade stehen, 61? Ich glaube. Wir können auch machen, wenn ich bei 100 bin, dass wir aufhören. Wäre auch eine Maßnahme. Ich habe 19 noch Blöcke. 19?
dann bist du dran. Dann hören wir einfach bei 100 auf, würde ich sagen. Dann gucken wir noch, wie viele Minuspunkte gibt. Aber da mehr, das wird eh fast gleich sein, die Minuspunkte. Das ist. Wow, ich habe einen Laufbug. Ja, viel in einer Reihe, die du schon hast. So. Die kann ich nur nicht umsetzen, das ist mein Problem. Nee, weil danach kommen erst zwei rote, genau. Und dann noch ein roter, ja. Ja, ja, so ist das manchmal. Aber ergeben sich immer lustige Muster, oder? Finden Sie nicht auch? Das stimmt, ja. Der Blaze wird mich hier nachher auch nochmal einen Witter einfach mich hauen, wenn der sagt dann wahrscheinlich, Blaze, Rasa, was hast du für ein scheiß Spiel gebaut? So taktisch, das kannst du nicht mit mir machen. Es ist zu nicht spät dafür, es ist einfach zu spät dafür. Ich dachte auch, wir würden schneller damit durch, aber... Ja, es bleibt hier gleich. Wenn ich die 5 jetzt nicht mitnehme, du kannst trotzdem 5 machen. Ja, es bleibt sich gleich, genau. Ich schaue mir die 5 auch auf. Also die 3 Punkte. Was hast du jetzt gemacht? Oder noch gar nichts. Okay. Aber das klackt noch von meinem Stein. Ping, ping. Aha. Das du ist jetzt für mich 2 Punkte. Nein! Ja, aber mehr kriege ich auch nicht. Runterfallt. Ich habe deine Kiste nicht aufgenommen, ey, dein Ding. Meine Kiste? Dein Schild. Ich bin genau 20 Punkte vor dir, ne? Ja. Schon eine Menge. So, 17. 16. Dann bin ich wohl dran. Das ist schon wieder eine 5er-Reihe, oder? Nee, das ist von gerade. Dachte schon. Dann mache ich jetzt eine. Oder ist das auch die von gerade? Nee, das ist auch von gerade. Das ist auch von gerade, ja. Okay. Wir sollten uns jetzt vielleicht Markierungssteine am Rand setzen, damit wir wissen, welche Reihe das war. So. Aber ich kann jetzt eine machen. Ich weiß. Mir nicht mitgeguckt. Das ist auch zu spät für dich, Blaze. Ich sehe ja schon. Was hast du gemacht? Ja. Ah ja. Ah ja, ah ja, ah ja. Eier? Wo gibt's Eier? Eier, Popeye. Der Hahn legt keine Eier. Oh, Wertung. Ping, ping. Eine große Fläche für dich, eine große Fläche für mich. Wissen wir ja Bescheid, was das heißt. 2 Punkte. Ja. Na, sind wir schon bei den 100? Nein, noch nicht. Wenn ich nur 2 Punkte kriege, wird das nichts. Vielleicht haben wir jetzt noch die Überraschung. Du drehst um 14. Auch 14. Dann bist du dran. Wie soll ich denn das rumdrehen? Na, irgendwie habe ich auch so einen großen Vorsprung gekriegt. Das muss ja auch irgendwie andersrum funktionieren. Nur weil ich es mir selbst verbaut habe, ne? Ganz einfach. Das stimmt. Und du kannst ja fast eine 5er-Reihe machen. Wenn ich nicht aufpasse. Aber ich kann ja einfach hier eine 5er-Reihe machen. Aber die hatte ich vorhin. Die hatte ich gerade eben. Zählt nicht. Das Hand da hinten ist das. Egal. Interesting. Finde ich auch, ja. Ich habe keinen Plan mehr, was ich hier mache. Nicht? Nö. Ich weiß auch fast nur noch, also ein bisschen denke ich noch drüber nach, aber meistens speise ich jetzt nur noch rein. Ich mache aber trotzdem, die sehe ich noch. Welche hast du jetzt gesehen? Die 5er dahinter. Ja, mir hast du aber auch einen geschoben. Und es gibt eine Wertung, geil. Also, deine 5er-Reihe 3 Punkte und dafür einen macht 4 und da sind auch nochmal 4 zusammenhängende, macht... Sind das nicht 6 Punkte bei mir?
6 Punkte, genau. 3, 6 Punkte und bei mir aber auch. Nee, bei mir sind es nur 5 Punkte. So. Okay. Ich glaube, du bist dran. Ich habe 11 Blöcke. Ich habe 12. Okay, bin ich dran. So, dann schieben wir mal hier einen rein. Muss ja hier in deine Reihen wieder kaputt machen. Klack, klack. Schieb's da rein, sehr schön. Mischen wir einfach mal ein bisschen durch hier, wa? Jetzt hattest du gerade zwei Reihen gleichzeitig auf 5, ne? Und ich auch. Dürfen wir beide nicht benutzen? Ist egal. Ich nehm mal die hier, dann ist es bei mir sowieso egal. So. Oh, und eine Wertung gleichzeitig schon wieder. Also, ich hab. Warte mal. Das sind ja 2 5er Reihen, die ich gemacht habe, ne? Richtig. Das ist ja cool. Dann gibt es ja 6 Punkte. Und quasi 4 zusammenhängende. Macht also nochmal 2 Punkte, macht 8 Punkte und du kriegst. 2. Okay. Ich hab schon wieder dein Schild. Also, du kannst durch Zufall viele Punkte kriegen. Zum Beispiel habe ich jetzt 8 gekriegt und 2, das ist schon. Irgendwie kriegst du nur die Zufallspunkte. Ich verbaue es mir nur immer. Ich habe das Prinzip noch nicht ganz verstanden hier von meinem Spiel, aber okay. Und die 5er, die kriegst du jetzt, genau. Wollen, dass du auch mal 5, dass du auch mal Punkte kriegst. Wenn ich die jetzt gleichzeitig hätte, darf ich beide Reihen nicht benutzen, ne? Um 5 Punkte zu kriegen. Gut. Sind ja nur 25 Punkte Unterschied. Ist ja nicht so schlimm. Haben noch 8 Blöcke. Jetzt können wir die Blöcke auch zu Ende spielen. Dann hören wir nicht bei 100 Punkten auf, sondern machen die Blöcke fertig, wie wir das am Anfang gedacht haben. Die längste Runde Rothermoon vs. Herr Blaze. Lustiges Spiel. Ja. Muss jetzt wieder ein gleiches Loch entschieden, damit du dann nicht den 5 nicht machst. Ah, gibt eine Wertung. So, du kriegst 2, ich krieg 2. Bin ich ja schon wieder runtergefallen. Ja, kommst du ja überall wieder raus. Außerdem nehme ich dann auch nicht dein Schild weg, wenn du nicht hier bist. Ich würde deine 5er hinten kaputt machen, aber damit muss ich mal verhindern, dass du noch eine 5er kriegst. Ich habe nur schon wieder ein Problem. Was denn? Kannst du schon wieder nicht verhindern, was ich was kriege? Richtig. Wieso nicht? Weil das so ist. Ach so, wenn du mir das hier kaputt machst, schiebst du automatisch so ein, dass ich wieder eine neue 5er kriege. Genau. Ja. 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 Gut. Was soll's. Mach ich so. Dann haben wir uns mal 3 Punkte auf. Ich sag's doch, du packst die 100 noch. Ja, das sollte drin sein. Das ist auch 5, siehst du? Alles wird gut. Nö, nicht mehr. Schon alles nicht? Verloren. Ohne Wertung. 2 Punkte für jeden. Ja gut, die Punkte wirst du jetzt nicht mehr einholen. Hallo. Ah, da. Ich hab's schon hingeworfen, keine Sorge. 4 habe ich noch. Ich auch. Dann bist du dran. Oh. Vielleicht ist das die Ansicht. Wenn man von hier guckt, ist das bestimmt schlechter.
Nee, nee. Für mich ist sowas einfach zu spät. Okay. So, was machen wir jetzt? Welche Fünferreihe hatte ich als letztes? Apropos, ich stelle gerade fest, habe ich eine neue Fünfer? Die hier, naja, die war gerade gleichzeitig. Du hattest beide, die beiden gleichzeitig. Wie, zwei gleichzeitig? Wobei die hier aber vorher war. Also vorher hatte die gezählt, danach hattest du die beiden gleichzeitig, da hat dann quasi die hier gezählt. Die habe ich aber noch nie aufgeschrieben. Doch, die hat es aufgeschrieben. Du hättest jetzt okay. Hier eine machen müssen. Also, ja, egal. Schreib's auf oder schreib's nicht auf. Dann kannst du auch doppelt zählen. Das, glaube ich, das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Nope. Aber ich meine, du hättest es schon aufgeschrieben. Du hast nicht getroffen. Komm, mach aber deine Fünfer. 100 Punkte und vorbei. Ich mag nicht mehr. Du willst doch nur, dass ich 100 Punkte kriege. Nee, ich mag nicht mehr. Wie viel hatte ich denn jetzt? 93 Grad? 97? 97, ja. Habe ich ja damit quasi die 100 Punkte voll. Wie viele Minuspunkte kriegt jeder? Ich krieg 50 Minuspunkte, du 49. Interessant. Das heißt, du müsstest gerade mehr Sand als ich drauf haben. Zwei. Okay. Sand habe ich noch im Inventar. Also ich krieg 50 Minuspunkte, du 49. Boah, da gibt auch viele Minuspunkte, mein Gott. Ja, aber damit habe ich dann trotzdem gewonnen. Ja. Ich schreibe diese 100 Punkte einfach hier auf, weil es einfach schön aussieht. Gut. Guck mal, den restlichen Sand wieder da rein. Verdienter Sieg für den Rosser, den kleinen Nachtmenschen. Den kleinen Nachttaktiker. Ja. Ja, sehr lange Folge. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Ich weiß nicht, wie spannend sowas ist, aber ich finde es auf jeden Fall lustig. Wir müssen das mal vielleicht tagsüber spielen, wenn du fitter bist. Na, das wäre also, eine Maßnahme. Einfach nur mal nochmal, um zu sehen, ob du das nicht. Ob du nicht dann. Ich glaube, aber so eine Partie könnte relativ lange dauern, auch wenn man so richtig nachdenkt, noch. Vielleicht mit nur der Hälfte am Blöcken oder sowas. Egal, so, wir sehen uns in der nächsten Folge von Rather Moon vs. Airblaze. Tschüss. Tschüss.